Dann wollen wir mal. Mikrofone, alles muss gut eingestellt sein. Gucken wir mal. Oh ja. Das ist schon eine Weile nicht mehr angerührt. Oh Mist. Blöd eingestellt. Haha. Die sind ganz schön schnell, ey. Also der Trick ist immer, versuchen den nicht frontal zu begegnen. Und auch sowas mal auszunutzen. Jawohl. Na. Ach Mist. Meine Kreuze reichen gar nicht. Ah, kein Problem. Sollte alles reichen. Ich glaube, das war das letzte Vieh hier. Ja, das war's. Ach, hätte den ja überschreiben können. So. Ab zu Medusa. Oh, ätzend, ich hab die Dinger hier falsch eingestellt, deswegen gehen die öfter durch. Boah, nein. Immer viel laufen am besten. Die Teile fliegen immer gleich. Also müsste man sich nur schnell merken. Oh. Nein. Ist aber auch ätzend, ey, dass die da durchgehen. Nix da. Die mich nochmal erwischt, ey. Ich glaube, ich zock das mal weiter, falls du noch mehr Probleme hast. Ich kann mich nicht bewegen, toll. Das hat was mit dieser Versteinerung zu tun. Ich hüpf einfach mal dahin. Gerade wie Sack hüpfen oder so. Egal, müsste eigentlich gleich wieder gehen beim Map Change. Ich hoffe mal. Sonst muss ich gleich nochmal neu laden. Ne, ich kann immer noch nicht laufen, ey. Wie ätzend ist das denn? Voll das Handicap, ey. Ach egal, ich bin Profi. Ich brauche nicht laufen, ich krieg das so hin. Ich kann nicht mal schneller springen, ey. Ich habe jetzt diesen blöden Status drin, dass ich versteinert bin, weil die mich noch getroffen hat, ey. Was ein mieser Bug, ey. Boah, jetzt habe ich das blöde Rosebeef nicht gekriegt, ey. Oh, komm, triff. Nein. Komm schon. Was ist das für ein Spiel, wo man immer nur von Feld zu Feld hüpft? So ein Strategiespiel, ey, hier Schach oder so. Nein. Egal, ich hab's versucht. Gut, ich lade es nochmal neu.
Aber ich glaube, der Status, der bleibt gespeichert. Ich kann es nochmal ausprobieren. Oder? Kann ich hier laufen? Nein. Alles klar, ich mach das nochmal. Kein Problem. Ich kenn Schlimmeres. Die sind echt ganz schön schnell eingestellt, ey. Holla, die Waldfee. Das ist gar nicht mehr so schnell in Erinnerung, ey. Uah. Hat er draus gelernt, oh. Lernfähige KI. Egal, ihr haltet mich nicht auf. Ach, Müll. Jetzt habe ich das Weihwasser ausgewählt. Na toll. Oh, ja, oh Gott, ey. Ja, ich glaube, ich nehme die Axt. Das Heilige Kreuz haut zwar richtig gut rein, wenn's mal trifft. Aber er verbraucht auch viel. Ja, ich sag ja, hier müsste unbedingt mal noch eine Update gemacht werden. Das werde ich mir noch mal vornehmen, weil man sieht da die Axt noch und alles. Aber das hat halt was mit dem Skript noch zu tun. Das nutze ich ja so heute gar nicht mehr. Weil das einfach rumzickt und alles. Und deswegen habe ich das angefangen nur noch zu eventen. Hats und sowas. Ich muss nur aufpassen, dass mir das nicht noch wieder mal passiert hier. Uah. Ja, am besten hinter der Säule bleiben. Oh, alles cool. So. Jawohl, ich kann laufen. Ja, das ist das Blöde, auch wenn du testest und das tausendmal machst. Wenn so eine Situation dann nicht mal zwischen hast, dann weißt du halt von diesen blöden Fehlern nicht. Dann müsste es noch nie passieren, dass ich sie umhaue und nochmal getroffen wurde zum Schluss. Sonst hätte ich das ja gefixt oder wäre mir aufgefallen halt. Es hat ja auch recht viele Spieler gehabt, aber... ist dann wohl keinem passiert, außer mir gerade. So. Das ist eigentlich recht easy, wenn man mal den Dreh raus hat. Heilung gibt es hier auch genug. Ich habe das wirklich viel angepasst. Wo bist du denn her, ey? Ich spiele das gerade ein bisschen blind, halt das Gefühl. Gar nicht mehr so recht, wo hier was kommt. Ach komm. Wer könnte das wohl sein? Oh, das kannst du ja selber immer in Ruhe durchlesen. Ich skipp das mal schnell. Thank you.
hier bei der Attacke muss einfach nur ganz unten bleiben und dann passiert nichts. Jetzt hängt er da oben fest, egal. Ob es da funktioniert. So. Ja, da muss ich mir echt mal Zeit nehmen, das mal updaten. Das wird definitiv noch passieren, weil ich auf größere Figuren umsteigen wollte. Also da kommt auf jeden Fall nochmal eine Überarbeitung. Keine Geräusche bei den Kreisringen. Einfach durch, fertig. So, haben wir es fast geschafft. Tja, alles für die Katz. Sie ist doch zum Vampir geworden. Oh, jetzt trefft ihr. Ja, und wie man auch hier sieht, ich habe jetzt ein paar Kreuze verballert, die werden nicht angezeigt. Dass das weg ist, muss ich einmal ins Menü und dann ist korrekt. Blödes Skript, echt, ey. Meh. Das werde ich auch dann entfernen und dann mache ich das per Events, wie ich das jetzt mache. Dann geht das auch, wie es soll. Und dann sind wir beim Endkampf. So, was macht er hier nochmal alles? Okay, ich glaube, er macht nur dieses super easy. Also außer man steht mittendrin. Achso, er spawnt direkt auf mir. Ich dachte irgendwie random. Löst er sich nochmal auf, unglaublich. Und dann war's das. Okay. Gibt so ein kleines Ende. Ich glaube, das. Ja, toll. Das hat nicht ausgegangen. Ich sag's ja, ey. Ah, nee, ey, sorry für diese Bugs. Ich werde das beheben. Das ist das, was ich sage. Ich hab's eigentlich ausgeschaltet, aber es bleibt trotzdem an.